Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scala. Ja, weiter geht's. Wir haben letztes Mal unser erstes Programm geschrieben, ein Object Hello World, haben da drin die Main-Funktionen definiert und ja, hier einen einfachen Konsolenaufruf gestartet. Was wir jetzt dieses Mal machen wollen, ich will euch ein bisschen die grundlegende Syntax zeigen. Und zwar, Scala ist natürlich wie Java auch case-sensitiv. Das bedeutet, ob ich jetzt hier klein Hello World schreibe oder groß, macht einen Unterschied. Das hier sollte immer dem Dateinamen entsprechen, wie in Java auch. Ja, normalerweise Klassen fangen mit einem Großbuchstaben an, Funktionen fangen mit einem kleinen Buchstaben an. Was ihr danach macht, ist furchtbar egal. Und ja, Variablen fangen normalerweise auch klein an. Okay. Wir haben eigentlich ähnliche Datentypen wie auch in den meisten anderen Programmiersprachen, nämlich zunächst einmal ja, Integer, die nennen sich Int. Die kann man zuweisen, also denen kann man Werte wie 0 zuweisen. Wie man es genau zuweist, das zeige ich euch dann noch. Aber auch ja 0 Kreuz FF FF zum Beispiel, falls ihr euch im Hexadezimalen auskennt, das geht alles. Ja, das wären Integer-Werte. Wir haben den Typ Float. Dem kann man natürlich auch Sachen wie 0,0 zuweisen oder auch 0,0f oder sowas. Also standardmäßig wie immer eigentlich. Ja, Boolean haben wir natürlich auch. Boolean kriegt den Wert true oder false. Und wir haben natürlich auch so Sachen wie Strings, String, was mir hier gerade natürlich einen Error wirft. Denn hier steht dabei, is not a value. Ja, natürlich ist es kein Value. Ja, Strings sehen einfach so aus wie hier oben. Was das genau mit dem Fehler auf sich hat, dazu kommen wir irgendwann mal später. So, dann haben wir noch Characters, das wäre auch noch ein primitiver Datentyp. Und, ach so, die Characters schreibt man, ja, natürlich so in etwa. Ups, das macht automatisch, das ist ja sehr nett. Seit wann tut's das? Okay, ja, also man schreibt es so in diesen einzelnen Anführungsstrichen, während man Strings in solchen doppelten Anführungsstrichen schreibt. So, jetzt wissen wir, was es für Datentypen gibt. Wir wissen aber immer noch nicht, wie wir die genau zuweisen. Und deswegen haben wir Variablen. Variablen können sich logischerweise verändern, wie ihr vielleicht wisst. Man definiert eine Variable relativ einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten, um genau zu sein. Und zwar haben wir zunächst einmal die Möglichkeit var zu schreiben. Und dann schreibe ich hier zum Beispiel meine Variable. Und dann schreibe ich den Doppelpunkt wie oben in args. Ja, was ist das jetzt? Ja, wie in args. Da habe ich dann einen Typ dahinter. Sowas wie zum Beispiel ein String. Und dann kann ich das Ding zuweisen, so wie zum Beispiel ja, oder der leere String oder Hello. Sowas in die Richtung. So, was ihr über vars wissen müsst, ist, dass sie geändert werden können. Also wenn ich jetzt hier unten hinschreibe, meine Variable gleich blub, dann funktioniert das Ganze. So, das sind wir ja von Variablen irgendwie gewohnt, denn sie können sich verändern. Wenn wir jetzt aber hier in val draus machen, dann geht das nicht mehr. Und das zeigt uns sogar schon hier der Compiler bzw. Eclipse zeigt uns das Ganze schon an. Denn Reassignment to val, das geht einfach nicht. Wenn wir eine val haben, dann ist es wie wenn wir eine Konstante haben. Also die können sich nicht ändern. Deswegen benutzt man meistens vars. Aber ja, hin und wieder, wenn wir zum Beispiel Pi deklarieren oder sowas, dann könnte mal eine Val relativ nützlich sein. Okay. Wir können aber in Scala, da wir hier Interferenzen und so weiter auch haben, Inferenzen, Entschuldigung, dann können wir hier theoretisch den Typ auch weglassen, aber nur wenn wir hier was zuweisen. Also wir können Folgendes machen. Wir können so machen, dann weisen wir gerade nichts zu. Das geht natürlich nur in Klassen, in Objekten geht sowas nicht oder in Methoden. Wir müssen sie meistens eigentlich initialisieren. So. Wir können aber, wenn wir sie so initialisieren, hier den Typ weglassen. Und das ist das Coole dran.
denn das berechnet automatisch, was für ein Typ jetzt dieses Hello hat, nämlich String, und weist dann dieser Variable, meine Variable, automatisch den Typ String zu. Ziemlich coole Sache, wenn ich jetzt nämlich hier unten drunter schreibe, meine Variable gleich 10, dann kommt hier der Error. Oh, das funktioniert nicht, ich brauche einen String. Wenn ich jetzt hier allerdings den leeren String zuweise, dann funktioniert das einwandfrei. Das heißt, wir kriegen das ganz easy hin. Ja, auch noch cool ist bei den Variablen in Scala, dass wir Folgendes machen können. Wir können hier sagen, wir weisen zwei Variablen auf einmal zu, nämlich zum Beispiel, ich kürze es ab, a und b. So. Und sagen jetzt hier einfach pair. Und pair ist eine Funktion, die liefert uns dann eben ein Paar zurück, das zum Beispiel 40 und 42 heißt. Und ja, dann haben wir hier eine Variable mit zwei Typen drin. Also a und b sind dann 40, 42. Und sogar die Inferenz ist richtig gemacht. Also wir wissen jetzt, oder unseren Variablen a und b wird jetzt automatisch zugewiesen Integer, Integer. Wenn ich jetzt hier aber einen String draus mache, also das ist tatsächlich kein Typ, sondern das ist das Wort String in der Variable drin, dann wird a automatisch zum Typ String umgerechnet. Warum das hier durchgestrichen ist, ist folgender Grund. Wir haben hier den Aufruf, wir sollen doch bitte die Funktion apply benutzen und hier gleich die Typen angeben, aber es funktioniert auch ganz gut mit Pairen, also es ist kein Problem. Ja, so viel zu Variablen. Ich würde sagen, wir belassen es in diesem Video dabei und nächstes Mal machen wir dann weiter mit so Sachen wie ja, Private und Public und ja, alles klar, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.